Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Ist ursprünglich im Juli 2017 für Steam rausgekommen. Es gibt auch eine PS4-Fassung. Jetzt ist es auf der Nintendo Switch erschienen. Wir spielen auch die Switch-Version. Ich weiß von dem Spiel nichts, außer dass es bezeichnet wird als eine Mischung aus Stardew Valley und Breath of the Wild. Also Action-Adventure und Farm-Simulation, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen doch direkt, oh, wir können uns einen Charakter machen. Wir fangen ein neues Spiel an, männlich oder weiblich. Wir spielen natürlich einen männlichen Mann. Denn wir sind ein männlicher Mann. Moment, das ist die Haarfarbe, richtig. Ich würde sagen, doch, die passt. Körperform. Also wir können entweder sind die Krabbenburger in die Hüfte gerutscht. Oder Mr. 24 Stunden am Tag im Fitnessstudio. Ich würde sagen, sowas, so ein Zwischending passt doch ganz gut. Hier können wir auch, so hier die Körpermaße anpassen. Entweder so oder so, würde ich sagen. Und natürlich die rosanen Augen. Alles andere wäre auch totaler Schwachsinn. Nein, Quatsch. Wir, upsa, nehmen natürlich die blauen und fangen ein neues Spiel an. Wasser. Liebstes Kind, es hat uns das Herz gebrochen, dich wegzuschicken, aber nur so konnten wir dich von der Dunkelheit schützen, die unser Land vergiftet. Wenn du eines Tages die Wahrheit suchen solltest, wird dir der Himmelskompass den Weg weisen. Er wird dich weit über das Meer führen, in die Dunkelheit und in das Licht, aber immer nach Hause. Nach Hause, nach Gemäa. Und wir finden uns wieder auf hoher See, wie es scheint, an Bord dieses Schiffes. Und halten in epischer Pose etwas in die Luft. Keine Ahnung, was das ist. So, wir können uns frei bewegen. Jetzt bin ich vergessen. Oh. Oh. Die Steuerung ist sehr eigen. Oh, das wird anstrengend. Sprich mit Seemann Luff. Dein Kompass zeigt auf diese Nebelbank. Sieht ziemlich dicht aus. Ich läute besser die Glocke. Dann läute mal die Glocke. Seefrau. Unglaublich, ich dachte, Gemäa gibt es nur im Märchen. Bin ich froh, dass ich aus der Kombüse gekommen bin, nur um das zu sehen. Ja, die Frau kommt wieder aus der Küche. Alles klar, weiß ich schon wieder alles über das Spiel. Es reicht mir schon. Seemann Tuck. Dann ist die Legende also wahr. Es gibt wirklich ein Königreich auf einer Insel. Nein, ein Königreich auf einer Insel. Ich frage mich, was für fremde Wesen dort leben. Dein Kompass zufolge liegt Gemäa direkt hinter dieser Nebelbank. Bist du bereit, die Insel zu sehen? Bist du bereit, die Insel zu sehen? Definitiv sind wir das. Und jetzt... Besser die Segel einholen. Es wird ungemütlich. Gut festhalten. Die See wird noch rauer. Und das Schiff schwankt. Ah, das sieht nicht gut aus. Ah, es wackelt ja ziemlich. Ja. Ich dachte gerade, ich könnte mit den Flaschen da interagieren. Oh, was passiert jetzt? Das Schiff explodiert. Keine Sorge, Geisterseher. Deine Freunde und du sind in Sicherheit. Du wirst sie wiedersehen, aber zuerst hast du eine große Aufgabe zu erledigen. Das kam random. Ich bin Eri, einst die stolze Beschützerin dieser Lande. Ich habe dich erwartet. Kann ich bitte deinen Kompass sehen? Leuchtendes Licht. Als inaktive Aufgabe setzen, Kamera drehen. Ich wollte eigentlich nur... den
Kompass zeigen? Wie ich dachte, ein Himmelskompass. Benutze ihn, wann immer du die Orientierung verloren hast. Er wird dir den Weg weisen, aber für den Moment ist dein Weg versperrt. Meine Geschwister können dir helfen, aber sie sind selbst verloren. Finde sie und sie werden dich heimführen. Und nun, Geisterseher, erwache. Deine Reise hat gerade erst begonnen. Wäre ja auch schlimm, wenn das Spiel schon wieder vorbei wäre. Zack, Schiff gesunken, alle tot, Ende. Okay, anscheinend sind wir tatsächlich ein bisschen gestrandet. Und mit ein bisschen gestrandet meine ich ziemlich gestrandet. Ah, aber die Steuerung war allem Anschein nach. Dorfbewohner mit Ausrufezeichen möchten mit dir sprechen. Die Steuerung war wohl nur auf dem Schiff so schlimm. Hat wohl was mit dem Wellengang zu tun. Oder so, keine Ahnung, kann ich... Irgendwie... Ah, ich kann hüpfen. Okay, das ist gut zu wissen. Kann ich irgendwie zuschlagen oder... Ah, den kann ich aufheben. Yay, Stein. Mensch, dass wir in dieser Höhle hier einen Stein finden. Faszinierend. Was ist das für ein seltsames blaues Leuchten? Wo? Ah, da. Ich will mich aber erstmal... Das Spiel, lass mich bitte erstmal umschauen. Ich möchte mich hier umschauen. Ja, seltsames blaues... Ich weiß, dass da ein seltsames blaues Leuchten ist. Jetzt lass das Leuchten doch erstmal leuchten sein. Lass mich hier ein bisschen umschauen. Interagiere. Oh! Ein Mensch! Ist lange her, seit ich zuletzt mit einem Menschen geredet habe, Leuchti. Alle Menschen, die mit mir reden konnten, sind weg. Bitte hilf mir hier raus, ich will nicht länger allein sein. Geist entdeckt, Leuchti. Ah, da kann ich noch einen Stein einsammeln. Nicht da runterfallen, da muss ich wieder außen rumlaufen. Oder wäre ich da hochgekommen, keine Ahnung. Die können wir doch bestimmt auch, natürlich können wir die aufsammeln. Pilz entdeckt. Da haben wir noch einen Stein. Ich nehme erstmal alles mit. Ich, kenne die Spiele. Der Ausgang liegt hinter der Düsternis. Allerdings ist die gefährlich für euch Menschen. Ich versuche sie zu beseitigen, aber ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Los, Leuchti, leuchte uns den Weg. Puh, das war hart. Ich wünschte, meine Brüder und Schwester könnten mir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie finden. Na, wenn du meinst... Aber zuerst haben wir hier eine leicht von Breath of the Wild angehauchte Anfangssequenz, würde ich sagen. Das Spiel soll auch ziemlich Open World gehalten sein, habe ich gelesen. Oh, da drüben ist ein Dorf, sehen wir es uns an. Du siehst gar nicht gut aus. Entschuldigung, das ist mein Gesicht. Ich wette, dort finden wir Hilfe. Ich weiß nicht, ob das Dorf einen Schönheitschirurgen hat. Denk daran, wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du unseren Himmelskompass... Das ist immer noch mein Himmelskompass. Nur weil du dich mir da angeschlossen hast. Es ist... kommunistisches Glühwürmchen. Außerdem kannst du damit prima deine Reisen planen, nach unten. Aber egal, gehen wir zum Dorf. Ist okay, Kommunisten-Glühwürmchen. Meine Güte, was heißt Reisen planen? Kann ich? Stein der Weisheit? Was haben wir da? Keine Ahnung? Keine Ahnung? Aufgabe, suche Hilfe in Fairmount. Was war... Moment, da links. Die Region leidet. Mehr Tiersichtung. Okay. Es wird sich vermutlich recht bald erklären. Kommt es mir nur so vor, oder? Das sind rotes Shampoo entdeckt. Das sind nie im Leben 30 FPS, mit denen das hier läuft. Das... Haben wir hier Holz? Okay, das ist tatsächlich sehr schade. Dass das, Spiel es nicht schafft, auf 30 FPS zu laufen. Beziehungsweise... Ja, doch... Doch, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber 60 sind es auf keinen Fall! Was haben wir denn hier? Einfach Sandhaufen? Da ist doch bestimmt auch irgendwie eine Schatzkiste oder so, nicht?
Okay, da geht's irgendwie in die Berge. Vielleicht ich und Open World Spiele ist ganz schlimm. Ganz schlimm, ich sag's euch. Es könnt ihr eigentlich gleich vergessen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Leben ein Open World Spiel gespielt habe. Es war Oblivion. Und du kommst am Anfang aus dieser Kanalisation raus und ich war so, oh geil, Open World. Und ich bin so lange gelaufen, bis ich bei Gegnern war, die mich gewone-hittet haben. Was steht denn da drauf? Springmore geht's da lang. Der möchte mit mir sprechen. Warum auch immer er mit mir sprechen möchte, wenn er mich nicht mal kennt. Aber komm, wir reden mal mit dir, Meister Low. Oh. Hallo? Du siehst aus, als hättest du einiges durchgemacht. Bitte tritt ein. Ich kann dir eine warme Mahlzeit und ein weiches Bett anbieten. Die Bewohner der Stadt heißen dich herzlich willkommen. Nachdem du gegessen und dich entspannt hast, sinkt dein Kopf auf das Kissen und du gleitest in sanften Schlaf. Doch, viel besser. Jetzt bist du wieder bereit für die Welt. Eine Sache nur noch, bevor du gehst. Kannst du bitte diese Tüte über deinen Kopf ziehen? Dein Gesicht ist echt nicht schön. Seit diesem furchtbaren Unfall vor vielen Jahren taucht überall die Düsternis auf und macht uns das Leben schwer, aber die Menschen hier sind nett und teilen gerne, was sie haben. Frage herum und du wirst bald genug wissen, um es in dieser Welt zu etwas zu bringen. Alles klar, du hast neue Kleidung. Mit X können wir unser Inventar öffnen. Zerrissener Mantel. Ist das die neue Kleidung? Du hast den Schiffbruch überlebt, aber diese Hose nicht. Okay. Hier, Reisehose. Einfacher Kittel. Ja, ach, es ist... Ist aber schon ausgerüstet, oder? Es war doch schon standardmäßig ausgerüstet. Was ist das? Ungekämmtes, kurzes Haar. Mein Haar ist ein Ausrüstungsgegenstand. Wir können die Haare vermutlich mit dem... Damit färbt man die Haare rot. Ja, steht rechts unten. Ich wollte gerade sagen, damit kann ich vermutlich die Haare färben. Was kann ich denn? Gekochter Fisch. Gekochter Fisch kann ich herstellen. Warme Milch. Oh, eine warme Milch wäre jetzt auch was Geiles. Was haben wir hier? Geister. Okay, wir schauen uns erstmal hier im Dorf ein bisschen um. Was hast du mir denn zu sagen? Merek. Der Sturm, der dein Boot versenkt hat, hat auch das Ostdock zerstört. Das ist ein Riesenproblem für uns. Das hier ist die Handelsgilde. Wenn wir keine Waren vom Ostdock erhalten, können wir denen nicht helfen. Mal sehen. Nimm diesen Hammer und sammle Steine für Marina. 8 Steine sollten ausreichen, um das Ostdock zu reparieren. Steine findest du im Grasland und an Klippen. Wenn du alle beisammen hast, bringe sie zu Marina am Strand. Ich hab keine Ahnung, wo der Strand ist, aber gut. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Hier ist noch... Warum hat Meister Low noch ein Ausrufezeichen über sich? Wenn er... Das hier ist die Handelsgilde. Okay, cool. Da haben wir Holz. Huge! Ah. Oh, hallo. Ich habe schon von dir gehört. Woher? Ich bin vor 2 Minuten in dieses Dorf gekommen! Du möchtest also lernen, wie man handelt. Ja, hab ich das gesagt? Nun, es geht nicht nur darum, eine Sache gegen eine andere einzutauschen. Ein Händler muss auch kreativ sein. Besorg mir einmal Jan und dreimal Stock und ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Müsste ich eigentlich noch dabei haben, oder? Ich muss gleich mal gucken. Ah. Gut, die Sachen, die du besorgen solltest, sind gar nicht für mich. Sie sind für dich! Du kannst Gegenstände zum Handeln auch selbst herstellen. Selbst hergestellte Gegenstände bringen gewöhnlich einen besseren Preis. Mit diesem Rezept kannst du aus dem Gegenstand, den du besorgt hast, einen Bündel Stöcke herstellen. Denk daran, zum Herstellen brauchst du ein Rezept und die passenden Materialien. Ein Bündel machen, Aufgabe abgeschlossen. 2 verfügbare Aufgaben, wähle einen in deinem Kompass. Bla bla blub, ich muss ganz kurz mit dem Interface klarkommen. Oh, Leuchti, grüß dich. Wo kommst du denn her? Was ist... Eröffne das Ostdock neu. Bündel machen, leuchtendes Licht. Okay. Und hier ist das Ostdock. Dafür brauchen wir aber Steine. Gut. Ich mache die Pilotfolge auch mal ein bisschen länger, um ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Weil das wirkt doch echt nett auf mich. Es ist jetzt kein... Mann, ein Eichhörnchen. Oh! Du hast entdeckt, gescheckte braune Katze. Es ist kein Eichhörnchen, es ist eine Katze.
Sond, was? Ah, hier kann ich... Ich hab doch den Hammer. Oder? Die hat mir doch... Ja, da, ich hab doch Hammer. Wie hämmer ich das jetzt? Ach, jetzt kann ich den zertrümmern. Aber ich konnte den doch gerade noch nicht zertrümmern. Warum kann ich ihn jetzt auf einmal zertrümmern? Was zum Geier ist das? Ich... Kümmert euch nicht um mich, ich sammle hier nur Steine. Komisches lila Gewusel. Zack. Zack. Hat der Hammer eine Haltbarkeit? Ah, ich musste den erst... Ich habe nämlich R gedrückt, aber ich habe nicht gemerkt, dass es da oben, links oben im Eck was ausgerüstet hat. I see. Vermutlich können wir dann auch mit Äxten Bäume fällen, um Holz zu kriegen oder so. Was haben wir hier? Oh, Ton. Da drüben scheint auch ein Lager zu sein, aber ich will mich mal nicht zu weit vom Dorf wegbewegen, gerade wenn Nacht ist. Man weiß ja doch nie. Kann ich den hier? Nein, natürlich, der ist zu groß. Einen Grasfuchs haben wir entdeckt, den können wir aber nicht einfach einstecken wie die Katze. Okay. Irgendwie wirkt die Stadt sehr dunkel auf mich dafür, dass Nacht ist. Eigentlich müsste da auch gut, die Handelsgilde hat ein paar Lichter brennen, aber sonst... Ach, guck mal, hier hätte ich auch direkt einen Stein gehabt. Och, da war noch einer. Kann ich hier irgendwo sehen? Der Hammer scheint keine Haltbarkeit zu haben. Das freut mich. Dann können wir ja eigentlich los. Ich will mal ganz kurz gucken, ob noch jemand in der Stadt mit uns sprechen will. Ja, anscheinend schon. Wer bist du denn, alte Frau auf einem Hocker? Ich hörte, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst. Dann hast du Glück. Der alte Hof im Südfeld wurde verlassen, als die Düsternis auftauchte. Wenn du die Düsternis entfernst, kannst du den Hof haben. Würde mich freuen, wenn du ihn wieder auf Vordermann bringen würdest. Nimm diese Axt und beschaffe Materialien für die Reparatur. 16 Holz und 5 Stock sollten reichen. Der Hof liegt in den südlichen Feldern hinter dem großen Tunnel. Nicht zu verfehlen! Hinter dem... Was ist denn der große Tunnel? Weil das sieht mir doch sehr, hofig aus, aber ich sehe keinen großen Tunnel. Außerdem brauche ich wohl noch einen Geist, um die Düsternis zu entfernen. Sagte mir zum Beispiel, auf jeden Fall der Text rechts oben. Was haben wir denn hier? Eine Schatzkiste. Mit Zwirn drin. Ich nehme hier einfach und steht... Und 3 Bündelstöcke. Steht einfach so im Dorf rum. Heißt, ist Gemeingut. Heißt, kann ich mir schnappen. Scheint meins zu sein. Violet! Ich möchte Komikerin werden. Dann könnte ich Leute nur mit Worten zum Lachen bringen. Aber mir fehlt leider ein spezieller Witz, über den alle lachen. Kennst du, meine Freundin, kennst du. Ja, ja, kennst du, meine Freundin in der Küche. Da war das. Mein Meisterwerk. Mein Meisterwitz. Nur wenn ich den ganzen Tag hier herumstehe, werde ich ihn bestimmt nicht finden. Ich muss die Welt bereisen auf der Suche nach meinem Meisterwitz. Es klingt wie ein polnischer Nachname. Dariusz Meisterwitz. Hab gerade eben wahrscheinlich so 500 Polen offended. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Da war das. Da ist das da hinten der große Tunnel? Ich muss mal ganz kurz... Nein, Moment, nach... Ich will auf... Ja, hier, Ostdok. Ich wollte eigentlich die Karte aufmachen. Nie ohne Socken, Südfeld, Stein der Weisheit. Ah, hier ist der Hof tatsächlich. In die Richtung wohl. Jetzt ist natürlich... Da hinten. Ist das Ostdok. Wäre natürlich ein Anfang, die Handelsgilde wieder irgendwie zum Laufen zu bringen. Vor allem, weil uns... Was ist... Oh mein Gott, seht ihr, was ich sehe? Riesige Stadt! Aber zuerst sprich mit Schlaui McListig. Okay, Schlaui.
Hallo, dich hat es an Land gespült, was? Kein Wunder, du siehst wie ein Schwächling aus. Es ist wichtig, gesund und stark zu sein, um den ganzen Tag Futter zu schneiden, brauchst du starke Muskeln wie ich. Nimm diese Sichel und zeig mir, was du kannst. Schneide das hohe Gras und bring mir 10 Futter. Trage diese Details in dein Tagebuch ein, damit du nichts vergisst. Ja, der will doch nur, dass wir seine Aufgabe übernehmen. Aber dafür hat er uns auf der anderen Seite die Sichel gegeben. Ja, man sagt... Was ja da... Also, ich finde... Gut, auf der einen Seite ist es geheimnisvoller Samen. Ist es listig von ihm, uns hier dazu zu bringen, das Futter zu schneiden, dass er die Arbeit nicht hat. Aber auf der anderen Seite behalten wir einfach die Sichel. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein fairer Tausch. Nehmen wir mal ganz kurz das hier noch mit. Ist ja eigentlich nicht so schlecht für uns. Ey, Schlaui. Das hohe Gras hatte keine Chance. Du bist weniger schwächlich als gedacht. Wie gesagt, mächtige Muskeln sind wichtig, aber einen mächtigen Verstand brauchst du auch, so wie ich. So kannst du andere dazu bringen, Futter für dich zu schneiden. Danke. Aufgabe abgeschlossen. Gras muss geschnitten werden. Kranplätze müssen verdichtet sein. Da kann ich, einen Samen pflanzen anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Oh, ich habe noch mehr Samen. Reparieren wir mal da vorne das Ostdock, um die Handelsgilde wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.